Celine Dion, oft tödlich. Sie nahm 90 Milligramm Valium täglich wegen ihrer Krankheit. Celine Dion kann aufgrund ihrer Krankheit seit einiger Zeit nicht mehr auftreten. In einem TV-Interview sprach sie nun darüber, zu welchen Maßnahmen sie bereits greifen musste. Celine Dion, das Stiff-Person-Syndrom zwang sie zur Einnahme von Valium. Celine Dion, 56, liebt es, auf der Bühne zu stehen und das Publikum mit ihrer Stimme zu begeistern. Jahrzehntelang hat die Ausnahmekünstlerin nichts anderes gemacht. Doch Dions Leben nahm 2022 eine 180-Grad-Wendung. Als bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde. Die Krankheit löst starke Muskelkrämpfe aus. Ihre Karriere und insbesondere ihre Bühnenauftritte sind somit direkt betroffen. 2023 war die Sängerin sogar gezwungen, ihre Welttournee abzusagen. Seitdem hat sich die berühmte Sängerin weitestgehend zurückgezogen. Umso überraschender war es für die Fans, als die 56-Jährige kürzlich bei NBC News ein einstündigen TV-Interview gegeben hat. In dem sie Details über ihre Erkrankung ausgepackt hat. Unter anderem erzählte sie darin, dass sie bereits im Jahr 2008 erste körperliche Anzeichen verspürte. Jene haben sich dann 2016 verstärkt, als ihr geliebter Ehemann René Angélil starb. Sie offenbarte, was sich zu jener Zeit abspielte. Ich wurde für 2 Stunden lang ohnmächtig. Dennoch wollte sie gegen die physischen Beschwerden ankämpfen. Zu dieser Zeit dachte ich, dass die Show unbedingt weitergehen muss. Irgendwann hatten sich die Symptome so verstärkt, dass sogar ihre Stimme nicht mehr in Gänze kontrollieren konnte. Sie versuchte die Tonlage in ihren Songs auszugleichen oder ließ bei Konzerten die Fans für sie singen. Eine Alternative, jedoch nicht auf Dauer. Um ihre Fans nicht zu enttäuschen, machte Dion dennoch weiter, griff jedoch. Um die Auftritte durchzustehen, häufig zu Benzodiazepin-Diazepam. Der Effekt war jedoch nicht wie gewünscht, wie die Sängerin im NBC News-Interview erklärte. Ich habe zum Beispiel vor einem Auftritt 20 Milligramm Valium genommen, als ich von der Garderobe hinter die Bühne ging, war die Wirkung schon weg. Die It's All Coming Back to Me Now Sängerin erhöhte die Valium-Dosis gar auf 90 Milligramm täglich. Eine Entscheidung mit großem Risiko. 90 Milligramm Valium können dich umbringen. So weitergehen konnte es für den Weltstar nicht, somit entschloss sie sich dazu. Keine Bühnenauftritte mehr zu geben. Dies soll jedoch keine Entscheidung für immer sein. Sie will unbedingt wieder zurückkommen, denn die Bühne und ihre Fans sind stets ihr Lebenselixier gewesen. Ich vermisse es so sehr. Die Leute, ich vermisse sie. Celine Dion, Ende Juni erscheint die Doku I Am, Celine Dion. Wer noch mehr über Celine Dion und ihr Leben mit dem Stiff-Person-Syndrom erfahren will, der sollte sich den 25. Juni 2024 im Kalender einkreisen. An jenem Tag erscheint nämlich die Doku I Am, Celine Dion auf Amazon Prime. Der Pressetext verrät einige emotionale Momente und viel Hintergrundwissen rund um die weltberühmte Sängerin. I Am, Celine Dion gewährt uns einen unverfälschten und ehrlichen Blick hinter die Kulissen des Kampfes des legendären Superstars mit einer lebensverändernden Krankheit. Dieser inspirierende Dokumentarfilm ist ein Liebesbrief an ihre Fans und hebt die Musik hervor, die ihr Leben bestimmt hat, und zeigt gleichzeitig die Unverwüstlichkeit des menschlichen Geistes.